Ist der Staatsanwalt kriminell? Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich habe von euch diverse Zuschriften bekommen und äh, die, die, die primäre Frage, die dann da so durch die Runde geht, also ist der kriminell? Ist das kriminell? Was kann man da dagegen machen? Das alles müssten Gerichte klären. Ich bin jetzt kein äh, Richter, kein Staatsanwalt, kein Anwalt, aber was ich sicherlich sagen kann und beweisen kann, ist, dass es diesem Staatsanwalt, der mich da versucht, äh, wieder äh, als Antisemiten oder Rechts darzustellen oder als äh, Judenhasser, dass es dem gar nicht um die Juden geht. Dass es dem gar nicht um diese ganze Geschichte geht. Und wie kann ich das nachweisen? Na ganz einfach. Äh, in der Kriminologie oder auch in der Judikative allgemein ist ein geplantes Verbrechen immer ein größeres Verbrechen als ein Spontanverbrechen. Und ihr könnt es euch vielleicht erinnern, Schule, da hat man uns dann immer so erzählt, ja, also der Adolf Hitler, der ist nach dem Ersten Weltkrieg äh, zur Macht gekommen durch Zufall. Und das ganze Land hat, hat ihm dann gefolgt und das war alles, also so eine spontane Entwicklung. Und man hat es immer so verpackt, als wäre da kein Plan dahinter und gar nichts. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal äh, mit Quellen belegt und die Quellen könnten falsch sein. Aber ich habe schon ein paar Mal aufgezeigt, dass wie es scheint der Nationalsozialismus und Hitler von langer Hand geplant wurden. Auch das Töten vieler Juden. Ich möchte euch hier noch einmal diese Seite auf Coronadatencheck.com. Das nennt sich, hat man rechts und Nazis als Waffe verknüpft? Und da habe ich einmal Videos, die zum Beispiel zeigen, dass die NSDAP war eine linke Partei. Sag nicht ich, ja, das sagen zum Beispiel Historiker, äh, Dr. Manfred Görtemark und erklärt es auch warum. Ein anderer Historiker, äh, Dr. Arnulf Baring, ja, die Nazis waren links, sagen extrem viele Historiker. Ein ehemaliger jüdischer Mossad-Agent, ja, das muss man sich vorstellen, ein jüdischer Mossad-Agent. Berichtet, wie man Kritiker labeln kann und wie man die dann als rechts främen kann. Das gleiche Edward Griffin. Kritiker sollen als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten diffamiert werden. Da wird, das war 1943, das war eine Anweisung. Also da wird von Leuten, die sich auskennen, die teilweise in den Geheimdiensten waren, sind, wird berichtet, wie das Ganze abbrennt. Wir haben hier dann noch ein paar andere Videos. Ich habe hier dann einen jüdischen Geschichtsprofessor, der sagt zum Thema Holocaust: Moment einmal, wir wurden von allen gejagt, nicht nur von den Deutschen, von den Amerikanern, von den Franzosen, von den Englern. Ist gesichert hier? Könnte sein, dass er ein Schwurbler ist, aber er ja, so viele Schwurbler, die ich hier nur gesichert habe, und das ist bitte die Spitze des Eisberges. Da gibt es ja noch viel, viel mehr Daten, die eigentlich aufzeigen, dass der Nationalsozialismus erstens einmal aufgebaut wurde durch amerikanische Eliten. Ich komme dann noch zu den Büchern. Und viele, viele Menschen, die darüber mittlerweile öffentlich reden und die sich auskennen. Ja, das sind Historiker, das ist ja nicht irgendwer. Dann haben wir hier. Ultraorthodoxe Ultra Juden gegen den Zionismus. Das heißt, die erzählen dort, dass der Zionismus eingesetzt wird, um das jüdische Volk eigentlich zu knebeln. There is no business like Shoah Business. Wieder eine Dokumentation. Also extrem viele Quellen, die einmal aufzeigen, Moment einmal, das könnte anders sein, als was man uns erzählt. Hier sieht man dann ultraorthodoxe Juden, die sich mit dem iranischen, damaligen iranischen Präsidenten treffen, mit ihm ganz normal reden, sich mit ihm verstehen, wurde uns ja auch immer in den Nachrichten anders gebracht. So, dann, was habe ich hier? Ah ja, da habe ich einen, einen verurteilten Nazi, Udo Valente. das ist ja auch interessant. Die Menschen die sich selber Juden nennen und dieses ganze die ganze Geschichte aufdecken, die werden so als äh, zähneknirschend akzeptiert, macht das ein Deutscher, der etwas zu dem Thema sagt, wird sofort als Nazi verurteilt. Muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, und jetzt aber zu dem Staatsanwalt. Ich habe hier äh, Zeitungsartikel, das beginnt von 1918 bis 1936. Und wenn man so einen Artikel aufmacht, sieht man dann hier immer drei PDFs und die erste Seite die Überschrift von der Zeitung, dann kommt äh, die Zeitung selber, wann sie also gedruckt wurde, das war am 18. Oktober 1918 und dann kommt auf Seite 12, findet man dann also hier Uh, six million souls will need help to resume normal life when war is ended. Und da geht es um uh, die, die uh, jüdische Gesellschaft. Man kann sich das dann auch durchlesen. Man kann sich die Zeitung runterladen und kann sich das Original anschauen. Das heißt, wir haben hier ein Predictive Programming. Das, was wir mit der Pandemie erlebt haben, dass wir vor der Pandemie, vor Corona, extrem viele Kino, Netflix-Filme über Ausbruch, über Zombies, über Pandemien, über virus -Outbreak. ur viele Filme hat man die Gesellschaft darauf vorbereitet, hat man hier immer wieder von 6 Millionen Juden geschrieben und jetzt nicht besser. Von 1918 bis 1936, also das ist nur ein, ein, ein Ausschnitt von Zeitungen. Da, wenn man sich das jetzt ausrechnet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zeitungen, also da mir sagt ja insgesamt. Über 60 Millionen Juden gestorben sein in diesem Zeitraum. Mhm. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Das ist klassisch Predictive Programming und ich habe dann hier auch noch die Bücher genannt. Das heißt, Bücher, die also aufzeigen, dass das Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung, wie scheint, noch viel größer war. Das heißt, dass die Juden damals gelabelt wurden, wie wir das jetzt bei der Pandemie erlebt haben, die Ungeimpften. Und dann von allen verfolgt wurden. Das ist, wenn man das juristisch betrachtet, vielleicht irre ich mich, aber das wäre ja eigentlich, wenn ich da einen Plan habe, ein viel größeres Verbrechen. Interessiert das den Staatsanwalt? Geht der her und sagt, hey Pelski, Moment, das ist ja ein Wahnsinn. Ich, äh, ich stelle mich schützend vor die jüdische Bevölkerung. Ich äh, jage Nazis, ich suche Antisemiten. Und das, was du da hast, das sind ja hochinteressante Quellen. Gib mir das, weil das muss man sich ja mal anschauen. Macht er das? Na, das wird ja nicht gemacht. Also es geht ja nicht um ein Verbrechen aufzudecken. Es geht auch nicht um die jüdische Bevölkerung. Weil würde es das, na dann würde man sich doch mit der Organisation dieses Verbrechens beschäftigen. Hier geht es aber um etwas ganz was anderes. Man hat die Geschichte so verändert, dass man in Deutschland und Österreich Menschen dann labelt, fremd, der ist rechts. Hat vorher rechts und Nazis verknüpft und verwendet es jetzt als Totschlagkeule. Und das ist eigentlich das wahre Verbrechen und das wird jetzt immer mehr Menschen bewusst. Und es ist gut, dass solche Staatsanwälte und noch einmal, wenn ich sage Staatsanwälte, sage ich nicht, dass die ganze Staatsanwaltschaft äh, links ist und dass sie sozusagen dabei Verbrechen mit tun. Nein, da gibt es sicherlich ganz tolle und engagierte Menschen, die gute Arbeit machen. Aber es gibt auch jene, die ihre Position missbrauchen und sie zeigen es durch ihre Taten. Denn man liefert Ihnen hier schon eine Zusammenfassung und dieser Blog ist überall äh, ist öffentlich. Die Videos sind in einer Blockchain gesichert. Äh, das heißt, das kann jeder einsehen und man könnte mich kontaktieren. Wird es jetzt wirklich um den Antisemitismus gehen und sagen: Hey, Pelski, das ist ja interessant, was du da zusammengesucht hast. Äh, kannst du mir das schicken? Und ich würde das mit jedem teilen, ich würde äh, jedem behilflich sein bei der Recherche, weil ja, mir geht es um das Leidende dieser Leute. Und da ist es mir völlig egal, ob diese Leute nur Part of the Game sind und nach dem Prinzip Need to Know folgen und ihren Job oberflächlich machen und weil sie karrieregeil sind, versuchen sie dann zum Beispiel bei irgendeinem Facebook-Post, man muss sich das vorstellen, aus dem Jahr 2015, der geht zurück bis ins Jahr 2015 und versucht dort aus einem Post, der eigentlich... Verbindend geschrieben ist, etwas zu konstruieren, dass er mich als Antisemiten darstellt. Und sein Handeln, das ist antisemitisch, weil sein Handeln zeigt auf, dass ihm eigentlich das Leid der jüdischen Bevölkerung, das ist ihm völlig egal. Es geht nicht darum, die wirklichen Verursacher des, der, der, des damaligen Krieges aufzudecken. Es geht nicht darum, wirklich die jüdische Bevölkerung vor, vor neuem Leid zu bewahren. Ich habe das gemacht. Ich habe mich vor die Spritze gestellt. Und als in Israel schon die fünfte Impfung war, habe ich gesagt, das ist ein Verbrechen. Ich habe das in Videos dokumentiert. Ich war Aktivist und habe mich vor die Menschen gestellt. Und das unabhängig von Hautfarbe, Religion oder irgendwas. Ich habe gesagt, diese Spritze ist ein Verbrechen. Das hat mit einer Impfung nichts zu tun. Da werden die Leute in die Irre geführt. Was macht der Staatsanwalt? Der greift die Leute an, die sich schützend davor gestellt haben, und versucht sie dann noch mit lächerlichen äh, äh, Labels zu främen und recherchiert nicht einmal, dass, dass er mit einer kurzen Recherche könnte ja sehen: hey, die Nazis, die waren ja linksextrem. Hey, der zweite Weltkrieg wurde geplant, wie scheint. Ich meine, ihr müsst euch diese Fülle an Büchern geben, ja? Da das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, das sind ein paar und äh, das sind jetzt nur die Spitze des Eisbergs von, von den Büchern. 1939, der Krieg, der viele Väter hatte. Arthur Lipinski, die Horusloge. Uh, Norman Finkelstein, die Holocaustindustrie. Miko Pellet, der Sohn des Generals. Und, und Monika Donner. Und, und, und. Also, das sind ja, das ist ja eine Fülle mittlerweile an Informationen. Und wenn man das alles ignoriert und dann aber so tut wie, oh, ich jage, ich jage Nazis, aber eigentlich am Thema völlig vorbeiarbeitet. Naja, ist, also für mich ist es kriminell. Für mich ist dieses Verhalten kriminell oder extrem stümperhaft. Und äh, so jemand so sollte nicht in einer Position eines Staatsanwaltes sitzen. Äh, das wären aber, wenn das Volk aufwacht wird werden das einmal hoffentlich Gerichte klären. Jetzt sind wir in einem Aufwachprozess und die, der juristische Mikrokosmos schläft noch langsam, obwohl sich viele schon viele Anwälte, teilweise auch Richter, ihr kennt das Netzwerk kritischer Richter zusammengetan haben und jetzt beginnen langsam da aufzuwachen. Ich bin guter Dinge, es geht da nicht um meine Person, es geht um die Menschheit. Ich bin guter Dinge, dass die Menschheit auf einem guten Weg ist, weil ihr seht, die Welt wird überströmt mit jungen Menschen, die hochbegabt sind, die nicht mehr in der Lichtfalle resettet wurden. Die Welt wird überströmt mit Menschen, die äh, Gutes tun wollen, Lichtarbeit, die nicht mehr bei diesen Hoaxes, Verdrehungen mitspielen wollen, nur damit sie Geld, nur damit sie Ruhm bekommen. Ich bin guter Dinge, weil äh, vieles auf der Welt sich zu wandeln beginnt, im Sinne, wenn ihr euch nur überlegt, wie viele Hoaxes aufgeflogen sind, dass die Leute heute über den äh, Erdölhoax, über den über, über reden, da merkt man, was da für ein Aufwachprozess stattfindet und man wird dann zugewandt. Und ich bin auch nicht äh, traurig, dass jetzt hier noch äh, Klagen und Staatsanwälte, weil sie demaskieren sich nur. Sie zeigen nur ihr wahres Gesicht. Und es wird an uns, am Volk liegen, dass wir diese Leute einmal zur Rechenschaft ziehen und dann sagen: Du, du bist für diesen Job völlig ungeeignet, ja? weil du hast durch dein Tun gezeigt. Dass es dir nie zum Beispiel in dem Fall jetzt um Juden ging, sondern es ging dir um deine Karriere. Es ging dir darum, Leute zu vernadern. Es ging dir darum, in einer Loge vielleicht blind Befehle zu befolgen. Äh, egal, was das jetzt für Kräfte sind, die diesen Staatsanwalt antreiben. Aber er gehört nicht in diese Position. So einfach ist das. Und ich glaube, das zeigen die Daten. Also, im Sinne der Aufklärung, die, die Gerichte werden einmal zeigen, ob solche Leute kriminell sind oder nicht. Belege gibt es genug, und es zeigt, dass es diesen Staatsanwalt um alles Mögliche geht, aber nicht um das Leidende und auch nicht um das Leidende der jüdischen Bevölkerung. In diesem Sinne alles Liebe.